Today, we shall see victory! A great new Alterc fights at our side! The anomaly should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Ich freue mich aber dennoch, dass wir die Demo zocken können. Die Demo könnt ihr euch übrigens mal so als kleine Info für die PlayStation runterladen, für die Xbox und auch für Steam. Da weiß ich hundertprozentig, dass da die Demo verfügbar ist. Wie es jetzt bei einer Nintendo Switch aussieht, weiß ich jetzt nicht. Pack aber auch euch gerne Informationen in der Videobeschreibung rein. Also, falls ihr Nintendo Switch habt und das wissen wollt, ob das Spiel auch für die Nintendo verfügbar ist, schaut einfach mal in die Videobeschreibung unten und dann, ja, wie gesagt, packe ich euch die Informationen dort einmal rein. Ja, wir sind jetzt in der Charaktererstellung drin. Die Demo, habe ich von vielen jetzt gehört, geht ungefähr 3 Stunden. Ist eine etwas längere Demo. Bin gespannt. Ich werde natürlich jetzt hier einmal ein Let's Play anfangen mit euch, ein kurzes. Ich glaube, im April kommt die Vollversion von dem Spiel raus. Ich freue mich persönlich schon, weil ich habe mir auch viel über das Spiel schon angeguckt und habe für mich schon entschieden, ja, das wird eines der Spiele sein, die ich mir dieses Jahr auf jeden Fall zulegen werde. Ich selber freue mich auf die Vollversion und bin gespannt, wie denn meine Vollversion ist. Und ja, ich werde euch natürlich auch nochmal extra Videos erstellen, wo wir dann auch nochmal genauer auf den einzelnen Spielertyp eingehen. Und was die Tricks für das Spiel beinhalten könnt, was ihr vielleicht vor dem Spiel schon wissen solltet. Und ja, ich werde mir da natürlich auch viel Mühe geben, weil so viele Guides habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt vernünftig hin. Und ich kann euch auch die Informationen mitgeben, die ihr wissen wollt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt mal an mit der Charaktererstellung. Und ja, erstmal sehen wir aber in die Option, dass wir auch das Audio mal ein bisschen so, ja, das sollte eigentlich, glaube ich, nutzen. Okay, so, Charaktererstellung. Wir können auf jeden Fall einen, ja, männlichen und einen weiblichen Charakter aussuchen. Er sieht eigentlich ganz cool aus mit seinem Bart und mit seinem Frisur. Aber ich bin ein weiblichen Charakter.
Und den werden wir uns jetzt auch anpassen zusammen. Und ja, gucken wir mal. So, Hautfarbe. Ich bin ja eher so ein krasser Typ. Also. Ja, nehmen wir die, ne? Die passt eher schon zu uns. Weil, wie gesagt, ich bin auch im Echt halt ein kompletter blasser Typ. Ich weiß nicht, ich werde einfach nicht so richtig dunkelhäutig. Auch im Sommer werde ich nicht so richtig braun. Für kurze Zeit ja, aber nicht für längere Zeit. Ich beneide echt andere, die dann im Urlaub fahren und komplett gebräunt nach Hause kommen. Und ja. So, Augenfarbe. Habe ich so blau-graue, deswegen nehme ich hier blau. So, Gesicht oder Kopf. Schauen wir mal. Nee. Das passt nicht. Nein, das passt auch nicht zu uns. Nee, das auch nicht. Nee, das auch nicht. So krümmig gucke ich jetzt auch nicht. Nee, so eine weite Stirn nach vorne habe ich auch nicht. Ja, ich glaube, das passt schon besser eher zu uns. Das nehmen wir auch mal. So, dann gehen wir mal auf Haare. Ui. Dann gucken wir mal, was wir da für schicke Frisuren haben. Einmal den Standard. Nee, haben wir auch nicht. Würde mir, glaube ich, auch gar nicht stehen. Na, nee. So was finde ich schon ganz cool, ne? Aber würde mir wahrscheinlich persönlich auch nicht stehen, weil ich einfach auch nicht die Gesichtsform dafür habe. Ich versuche natürlich den Charakter auch so ein bisschen an mir anzupassen. Ich auch nicht. Wischmopp. nee, so lange habe ich nicht. Ich habe ja schon kurz so. Das ist cool. Ich glaube, so sah nicht auch so ähnlich der Reach 2 Charakter aus. War da nicht was? So, nee, die Katze haben wir nicht. Also ich nehme die. Ja, ich nehme die. Sieht cool aus. Das war auch nicht meine Frisur, aber die sieht cool aus. So. Schwarze Haare auf jeden Fall. Und gucken wir mal uns die Zeichnung an. Okay, mal gucken, was wir dauert haben. Wir haben hier auf jeden Fall die Standardnamen hier an der Seite. Und das, wie der männliche Charakter, glaube ich. Ja, wir spielen mit Harry Potter. Nein, das spielen wir nicht. So. Schwierig jetzt, ne? Machen wir die. Piercing haben wir eigentlich nicht, aber finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte mal eins in der Nase, glaube ich jetzt auch mal, weil ich damals Arbeitgeber hatte, oder eine Arbeit hatte, wo ich jetzt kein Piercing an der Nase hatte oder haben darf. Oder ich hätte mir das jedes Mal abnehmen müssen. Deswegen habe ich es komplett rausgemacht wieder. Aber irgendwas jetzt besonders catchen würde mich jetzt nicht, außer das vielleicht. Aber das sieht blöd aus, ne? Ach naja, lassen wir es jetzt einfach mal so. Make-up. Gucken wir mal. Bin ja eigentlich nicht so der Make-up-Typ. Das sieht schon wieder ein bisschen profi-mäßig aus. Ja, das hat auch was. Ah, schauen wir mal. Ah, ich glaube, wir nehmen das. Und ja, hier kann man auch den Charakter willkürlich zusammenstellen. Das heißt, dort entscheidet dann praktisch die KI, also der Computer. Ja, wir machen aber jetzt mal auf Charaktererstellung. An sich passt das soweit. Nehme ich mal an. Und ja, dann gehe ich mal auf Charakter erstellen. Charaktername Malika ist Standard. Wir würfeln mal durch. Brunhilda. Brunhilda. Gefällt mir, merke ich mir mal. Kavita, Beatrix. Okay, kann ich nicht. Eschlinia oder so. Victoria, Camaria, Cecilia, Cecilia, oh Gott. Google, Britney.
Petra. Petra, alles klar. Lydia, Maidin Pratima, also ich nenne hier Namen, kannte ich ja nicht vor. Anita, Nakato, Simone, Mira, Makato, okay, nehmen wir Brunhilda, gefühlt mir besser. Wir heißen Brunhilda. So. Brunhilda. Gefällt mir. So. Willkommen, Brunhilda. Okay, vielen Dank für das Spielen der Outriders-Demo. Eine Nachricht des Outriders-Teams. Bevor du auf ihn noch kommst, solltest du folgendes machen. Diese Demo umfasst das komplette Einführungskapitel des Spiels. Der erzielte Fortschritt kann in das Hauptspiel übernommen werden. Du kannst viele Nebenmissionen und Gebiete erkunden. Du wirst in alle anfänglichen Spielmechaniken eingeführt, allerdings werden Systeme wie die Fertigung nicht innerhalb dieser Demo freigeschaltet. Der fließende Ein- und Ausstieg für den Co-op-Modus steht nach Auswahl einer Klasse zur Verfügung. Weitere Informationen zum Mehrspielermodus und zum plattformübergreifenden Spielen findest du in den Neuigkeiten. Zuletzt noch ein Tipp: Du musst aggressiv denken, töte, um dich zu heilen. Überleben bedeutet Kampf. Okay. Supi, dann sind wir jetzt hier in der Lobby. Hier haben wir die Nachrichten. Okay, interessant. Enoch wartet, erwartet auf dich. Enoch erwartet dich. Kaufe Outriders jetzt. Outriders jetzt vorbestellen. Möchtest du vielleicht mal. Okay. Weltstufe 1. Story, gegnerische Stufe 2. Stufe der Beutegegenstände 2. Okay. Dorf freischalten. So. Okay. Die Gardes as Dieb. Okay, das kann ich jetzt nicht. Englisch bin ich nicht so super. Gut, dann gehen wir mal auf Spiel starten. Und schauen mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden wahrscheinlich auch noch nicht so viel sehen. Weil, wie gesagt, das ist die erste Folge. Und ja, mal gucken. Die Erde war tot. Wir hatten sie zerstört. Zwei Kolonieschiffe sollten uns durchs All bringen. Nur ein Schiff hat es geschafft. Wir sind alles, was übrig ist. Nach 83 Jahren endet unsere Reise nun im Orbit unserer neuen Heimat. Der Planet Enoch. Die letzte verdammte Chance für die Menschheit. Und da ist unser riesengroßes Mutterschiff. Nennt man doch, ne? So Schiffe im Weltraum, Mutterschiff. Mal gucken, was passiert. Und das scheint auch unser Planet zu sein. Ja, das sieht schon richtig cool gemacht aus, ne? Also, ich bin ja eigentlich jetzt nicht der Raumschiff-Spielexperte, aber das sieht schon mega aus. Und da wird schon die Kapsel abgesondert. Wir da vielleicht dran? Schauen wir mal. Sieht das schon mal cool aus? Triebwerke aus, Kapsel 1 gelandet. Da ist schon unser Charakter.
ist fast wie zu Hause. Genau, das macht mir Angst. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ECS-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Bei deiner ersten... Achso, okay. Haben wir gar nicht geschafft zu lesen. Auch gut. ECA-Hauptquartier. Okay. Das sieht schon mega aus. Die Grafik von der Demo. Boah, die Fortschritte, die Technik, ne, die Fortschritte, der Fortschritt hat mich nicht mehr zerstört. So, okay, das ist das hier. Die Fahrzeuge erinnern mich so ein bisschen an den Mass Effect. An das Mobil von Commander Shepard. Sind ja auch mit solchen Dingen auf Planeten dann immer rumgefahren und haben Sonnen gesucht und Energie. So, im ersten Teil kann ich mich nicht dran erinnern. Neue Mission, Ankunft. Okay. Super, dann schauen wir uns mal an. Use LS ist Move, okay. Folge Captain Tanner. Okay. Dann folgen wir ihm. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm, war dran gewöhnt. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten willst. Oh, da ist auch schon das erste Tierwesen. Hier schlagen wir das Lager auf. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Ja, das hat mehr Angst wie wir, okay. Na schön, okay. Leute. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skasted, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrunner, auf ein Wort. Okay, dann gehen wir mal zu Tanner. Und sprechen mal mit ihm. Hey.
Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt weg? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vom Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mehr, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Ach, nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so eine wie mich wird's ja keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Wie ist es denn mit der Profiltiefe? Ich werde Jakob suchen. Hat deine Familie es auch von der Erde runtergeschafft? Ich suche da mal Jakobs Schießstand. Okay, du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Okay, also ich kann mit Kindern umgehen, aber ich kann auch mit Waffen umgehen, so ist es nicht. Also gut, dann nächste Quest, sprich mit Jakob über Schießübungen mit deinen Waffen. Und wir haben ein Tagebuchnotiz freigeschaltet, die Outriders mit Kamera wählen. Also, ja gut, egal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mit Jakob in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat und falls ihr mehr davon sehen wollt und mir auch den Tag versüßen wollt, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Kommentiert einfach, habt ihr schon die Demo gesockt? Wie findet ihr die Demo? Das würde mich auch ganz gern mal interessieren. Und wollt ihr euch das Spiel? Auch mal eine interessante Frage. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschalten. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.